Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 25. Juli 2018? Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders, als wir in westlicher Astrologie das kennen. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, was nichts anderes ist als die Bewegung unserem Sonnensystem durch den platonischen Jahr. Andere Berechnung, andere Ergebnis. Also nicht wundern, dass die Sonne, Mond, Planeten anderes platzieren als in westlicher Astrologie. Sonne befindet sich noch im Tierkreiszeichen Krebs. Die Mondhäuser haben einen Einfluss, nicht nur auf Mond, sondern auch auf Sonne und auch auf den Planeten. Der Einfluss auf die Sonne ist etwas Neues beginnen und es trägt Früchte, ein Neuanfang. Aber damit wir Glück haben bei diesem Neuanfang, sollen wir etwas lernen. Und das ist das Loslassen, Trennen, Verabschieden von etwas, was im Weg steht. Und dadurch kommt auch eine Art Verbesserung. Und das vermittelt die Sonne, das vermittelt die Tierkreiszeichen Krebs. Mond befindet sich in den Tierkreiszeichen Schütze. Genau gesagt ist in diesem Bereich ist das Sternbild Schlangenträger. Bei diesem Sternbild Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik. Aber astrologisch gehört nicht zu dem Tierkreiszeichen und auch die westliche Astrologie und auch die indische Astrologie sagt, das ist die Tierkreiszeichen Schütze, wo sich gerade die Mond bewegt. Nach indischen Berechnung bewegt sich Saturn rückläufig im Schütze und steht heute mit Mond in Verbindung. Das heißt, die beiden wirken zusammen. Wir sollen unseren Gefühlen ernst nehmen. Die rückläufige Saturn zeigt die Vergangenheit und das fühlen wir auch. Das kann auch passieren, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder kommen gerade die Erinnerungen. Die Mondhaus, wo sich Mond und auch Saturn sich befindet, das ist die Wurzel, die Basis, die Fundament. Also die heutigen Tag eignet sich dafür, etwas starten, was stabil stehen soll. Entweder ein Hausbau, eine neue Beziehung, eine feste Beziehung oder ein Heirat oder Selbstständigkeit, das ist die Basis. Einfluss bekommt dieser Mondhaus, auch Mond und Saturn, von dem Zentrum von unserem Galaxie, die Milchstraße. Und das bedeutet Konzentration. Wir sollen zielbewusst handeln und konzentriert sein, auf ein Ziel gerichtet. Die heutigen Mondhaus zeigt noch etwas, in die Gründe zu gehen. Also auch bei Krankheiten die Ursache erkennen, die Zusammenhänge erkennen und bedeutet dieser Mondhaus auch das inneren Kraft. Wo befinden sich die Planeten? Mars ist rückläufig und nach indischen Berechnungen befindet sich im Steinbock. Das bedeutet für die Steinbockgeborenen, dass die Kraft muss zurückhaltend sein, also überlegen, wo setzt man die Kraft ein, sonst fühlt man sich kraftlos, da bremst etwas. Dieser rückläufige Mars bedeutet auch eine männliche Person, der von Vergangenheit zurückkehrt. Merkur ist heute im Stillstand. Ab morgen ist rückläufig. Nach indischen Berechnung bewegt sich Merkur, beziehungsweise heute bewegt sich, nicht heute ist Merkur im Stillstand, noch im Krebs. Jupiter, das große Glücksplanet, befindet sich nach indischen Berechnung im Waage.
Venus, die Liebesplanet, befindet sich im Löwe nach diesem indischen Berechnung. Und wie ich schon sagte, die rückläufige Saturn im Schütze. Merkur ist im Stillstand. Natürlich wirkt es auf dem heutigen Tag. Entweder wir verschlucken die Worte, wir können uns nichts ausdrücken, so wie wir das möchten, bedeutet aber dieser Stillstand, dass wir warten auf eine Nachricht oder einen Termin oder einen Vertrag und es bleibt gerade alles stehen. Wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang steigt die Tierkreiszeichen Krebs in Osthorizont auf. Das bedeutet für die Krebsgeborenen, die Wahrheit zum Suchen oder etwas ins Licht zu bringen oder wahrgenommen werden, diese Bedürfnis und tatsächlich werden die Krebsgeborenen auch wahrgenommen. Für die Krebsgeborenen bedeutet auch ein Neuanfang und es trägt Früchte. Die Krebsgeborenen können jetzt loslassen oder lernen, etwas loslassen, etwas beenden und dann können etwas Neues starten. Diese Merkur hier im Krebs im Stillstand bedeutet entweder schweigen oder noch abwarten, was die Gespräche betrifft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist ein wichtiges Thema, die Liebe. Venus befindet sich im Löwe. Dann haben die Löwengeborenen auch karmische Themen. Karma hat auch eine Bedeutung, neue Aufgabe, neue Wege, schicksalhafte Entscheidungen, neue Schicksalswege, dass diese Entscheidungen haben, gerade die Löwengeborenen. Bei der Liebe kehrt etwas zurück. Was die Gespräche betrifft, das ist gerade im Stillstand. Was noch wichtig ist bei den Löwengeborenen, das sind die Werte, Wertschätzung und die Finanzen in Ordnung zu bringen. Die Löwengeborenen verspüren die innere Kraft, sie sollen auch konzentriert bleiben und auf die Gründe gehen, die Zusammenhänge erkennen und bei Krankheiten ist möglich, jetzt gerade auf die Ursache zu gehen und so kommt auch die Heilung. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren bewegt sich etwas in vertraute Umgebung. Das kann ein Fest sein, ein Besuch, eine Einladung, eine kleine Reise, kleinere Veränderungen. Und die Jungfrau geborenen können etwas Neues planen, aber noch nicht starten. Ein bisschen Geduld, weil das fehlt noch an die Stabilität, fehlt noch an dem Fundament. Was die Gespräche betrifft, hier ist auch noch im Stillstand. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen haben die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität und sie schaffen jetzt die Fundament, entweder ein Hausbau oder eine Beziehung, eine feste Beziehung, das steht auch in sicheren Boden. Dann kann auch die Selbstständigkeit bedeuten, dass sie das aufbauen. Also wichtig ist gerade bei den Waagengeborenen, erstmal ist die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Zweitens ist heute gut etwas anfangen, was diese Stabilität auch verspricht, diese Kraft, diese Basis, dieses Fundament. Und die Waagengeborenen verstehen gerade die Zusammenhänge und bei Krankheiten können die Ursache erkennen und kommt auch die Heilung. Viele Waagengeborenen ändert sich etwas in Wohnsituation, entweder ein Umzug oder sie verschönern etwas zu Hause. Die Gespräche sind gerade im Stillstand, ein bisschen Geduld noch, bis sich das verbessert. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen intuitiv handeln, kommt auch Dankbarkeit. Sie werden auch die Gründe gehen und verstehen die Zusammenhänge. Hier gilt auch die Krankheiten, die Ursache zu erkennen. Was für Ursache hat diese Krankheit? Die Skorpiongeborenen verspüren auch die inneren Kraft. Aber auch die schöpferische Kraft. Viele Skorpiongeborenen machen etwas mit Kindern oder sie entdecken ihren inneren Kind und gehen mit der Situation spielerisch um. Bei den Gesprächen ist hier auch alles momentan im Stillstand. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Glück,
in die Liebe-Partnerschaft. Aber nicht nur die Liebe-Partnerschaft ist wichtig bei den Schützengeborenen, sondern auch die berufliche Situation. Und sie schaffen gerade die Basis, die Fundament. Sie sollen aber konzentriert bleiben, auch die Gefühle ernst zu nehmen. Und diese Ernsthaftigkeit kommt in die Liebe-Partnerschaft, aber auch in beruflichen Situationen. Bei Krankheiten werden die Ursache erkennen und kommt auch Heilung. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geboren, kehrt jemand zurück von Vergangenheit und das ist eine männliche Person. Die Tierkreiszeichen Wassermann geborenen kümmern um die Finanzen. Sie haben gerade Termine oder Themen mit Ämtern, Finanzamt, Banken, Versicherungen und das bringen die Wassermann geborenen gerade in Ordnung. Liebe Partnerschaft bedeutet viel gerade für die Wassermann geborenen und es ist auch ein gutes Gefühl, aber sie sollen nicht passiv verhalten, sondern Gefühlen ernst nehmen, Gefühlen zeigen, auf anderen zugehen und so kommen sie in Harmonie. Die Wassermann geborenen können gerade ein Fundament, eine Basis schaffen und auf diesem Basis können sie bauen, auch beruflich, auch in die Liebe-Partnerschaft. Die Gespräche sollen eher meiden und keinen Vertrag unterschreiben. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist gerade eine Reise wichtig. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Sie sollen intuitiv handeln und etwas lernen, wie zum Beispiel loslassen. Eine gewisse innere Unruhe ist spürbar, ein bisschen Geduld noch, bis sich das verbessert, bis sie die innere Kraft und die Harmonie wiederfinden. Die Gespräche sind hier auch momentan im Stillstand. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist die Kraft da und auch die beruflichen Erfolg. Aber nicht nur beruflichen Erfolg haben die Wiedergeborenen, sondern sie haben Glück in die Liebe-Partnerschaft. Und sie können die Basis finden, die Fundament. Aber sie sollen konzentriert sein. Die Wiedergeborenen sollen Ziele setzen und konzentriert auf den Ziel die Energie lenken. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen können mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Eine gewisse Unsicherheit ist spürbar bei den Stiergeborenen. Sie finden nicht die innere Ruhe, die innere Kraft. Ein bisschen Geduld noch, in den kommenden Tagen verbessert sich das alles. Sie sollen intuitiv handeln und geduldig sein. Die Gespräche sind hier auch momentan im Stillstand. Was noch wichtig ist bei den Stiergeborenen, das sind die Freundschaften und Bekanntschaften, aber es entsteht momentan eine gewisse Unklarheiten oder Missverständnisse. Aber das regelt sich alles in den kommenden Tagen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben tolle Ideen und sie verspüren auch die innere Kraft, haben Ziele und sie orientieren sich neu, besonders beruflich und es ist auch ein beruflicher Aufstieg. Und in die Liebe-Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen auch Glück. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich möchte noch die Blitzberatungen erwähnen. Es sind E-Mail-Beratungen. Geht aber blitzschnell. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail und stellen Ihre Frage und ich beantworte diese E-Mails noch im selben Tag. Spätestens im nächsten Tag haben Sie schon die Antwort. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusanna.medici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.